Willkommen bei Vitamin Berge, Episode 10. Heute wieder mit Florian Schütz und wir haben über seine letzten Rennen gesprochen, vor allen Dingen den UTMB, wo ein grandioses Top-100-Ergebnis gelaufen ist und natürlich dann auch noch beim kleinen Co, wo er nicht gestartet ist und warum das erzählte. Ja, wir waren auf dem Mobihorn, es war richtig kalt schon oben und ich war froh, dass ich überhaupt einmal dieses Jahr überhaupt oben war. Trotzdem, ich nuschle etwas, weil man bekommt irgendwie die Zähne nicht auseinander. Es war wirklich so knapp über 0 Grad. Heute bin ich ein bisschen erkältet, deswegen will ich gar nicht weiterreden und wünsche euch viel Spaß. Ich habe es tatsächlich geschafft, dieses Jahr doch noch aufs Rubihorn zu kommen. Hatte zwar schon mal geschneit, aber hier ist zum Glück nicht ganz so viel liegen geblieben. Wir sind hier bei, naja, werden so 3-4 Grad sein vielleicht, zum Glück windgeschützt. Derjenige, der neben mir sitzt, den kennt ihr schon aus Episode 2. Florian Schütz, schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Das letzte Mal, da war es ja leider so ein bisschen verregnet Ja, und haben wir echt Glück heute. auch nochmal richtig schönes Wetter. Und wer sich das Video gerade anguckt, im Hintergrund sieht man schon so ein bisschen die verzuckerten Berge des kleinen Weisertals. Ein da. In Ifen, genau. Und unter uns Oberstdorf. Höhenmeterschruppen für den Ultratrail Lago di Orta. Die letzten, weil danach Die müssen wir uns letzten. ausruhen. Genau, da müssen wir uns ausruhen vom Nichtstun. Tabering vom Tabering. Das ist immer gut. Ja, wir hatten das letzte Mal über Ernährung gesprochen Ja. und eigentlich wollten wir über andere Themen sprechen. In der Zwischenzeit ist quasi ein Sommer rumgegangen oder vorübergegangen und da war ein Ereignis, was doch schon, also in meinen Augen, grandios ist. Du bist nämlich in die Top 80, also wirklich zweistellig gelaufen beim Ultra Trail Mont Blanc, also 170 Ja. Kilometer einmal um das Gebirgsmassiv von Chamonix bis Chamonix. Top 80 in richtig krasser Zeit und herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall Danke schon mal. dir. Wenn ich jetzt aber noch sage, der Typ ist das mit gebrochenem Zeh gelaufen. Wie ist das gekommen oder wie ist das zustande gekommen? Ja, also ich war am letzten Juli-Wochenende, war ich in Italien, in Bergamo, da gibt es den Orobi Ultra Trail, das ist auch ein recht alpines Rennen, da machst du auch fast 10.000 Höhenmeter, relativ anspruchsvolles Gelände, also viel weglos, viel so ein bisschen, was man hier also sieht, so Schottergelände und sowas. Ja, und bei ungefähr, es war noch in der Nacht, bei Kilometer 90, da bin ich in so einem Geröllfeld, bin ich einfach hoch und bin auf so eine relativ große Platte gestiegen mit dem Fuß und dann ist die irgendwie weggerutscht, hat sich umgedreht und ist mit der Kante die auf meinen Zeh gefallen. Und ja, da mussten wir erstmal hinsetzen vom Schmerz her und dann ging es aber und dann bin ich so weiter. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, immer, das wird immer dicker und dann ja, bin ich bei 20 Kilometer später, bin ich dann raus aus dem Rennen. Und ja, beim Arzt hat sie dann danach eben ergeben, dass der Zeh war jetzt nicht komplett gebrochen, aber er war angerissen, angebrochen, so ein Haarriss. Und ja, mit Laufen war dann nicht mehr viel. Das war erstmal so, ja, der Unfall quasi, wie es dazu kam. Und das war bei Kilometer 100. Wo ich raus bin? Ja. Ja, 115, Von? 140. Also Also natürlich es wäre nicht mehr so weit doppelt gewesen bis zum Ziel, aber manchmal hat man auch keine Wahl. Richtig. Also ich bewundere das, weil viele, die laufen ja dann trotz Schmerzen und so weiter weiter und gefährden sich selber und vor allen Ja. Dingen aber auch andere. Ja. Aber du hast dich dann doch quasi die richtige Entscheidung in meinen Augen getroffen Ja. und dich dafür entschieden, dass du quasi beim UTMB eher dann fit bist und mitlaufen kannst. Wobei das natürlich auch wahrscheinlich relativ lange in der Schwebe lag. Oder Ja. ging das dann fix mit der Entscheidung, jo, ich lauf Nee, das? nee, gar nicht. Ich war dann, ich habe erstmal eine Woche gar nichts gemacht, weil der Zeh auch relativ geschwollen war, erstmal auf die Couch gelegt und
War natürlich schon auch mental irgendwie angeschlagen, ja, weil es für mich auch einfach, hatte mich auch auf das Rennen in Italien hatte mich sehr lange gefreut und war da auch super dabei und es war erstmal irgendwie mental, hat mich schon fertig gemacht, dass ich jetzt auch aussteigen musste quasi, weil ja, und dann dachte ich mir, super, jetzt hast du irgendwie, jetzt 4 Wochen später hast du noch das Rennen, wo ich am Mont Blanc, wo ich mich auch schon lange drauf gefreut habe, aber ich dachte dann auch, es bringt jetzt auch nicht so viel, wenn ich mir jetzt so einen Kopf mache, was dann ist. Und ich muss jetzt einfach so nehmen, wie es kommt. Und ja, war dann eher ein bisschen wandern und habe gemerkt, so, wenn ich jetzt eher flacher oder wenn ich mehr laufe, als jetzt steil hochgehe, dann geht es eigentlich ganz gut. Und dann habe ich eigentlich so 10 Tage dann vorm Mont Blanc habe ich eigentlich die Entscheidung getroffen, dass ich dann damit laufe. Mehr oder weniger, ja. Einer von, wie viele laufen da auf der Strecke? 2500 oder so. Also ungefähr. Einige. Also das ist ja ein riesen, ich nenne es gerne Disneyland. Ja. Ich bin ja nicht so ein Fan davon. Das sind einfach zu viele Leute. Ja, am Start ist schon ein bisschen chaotisch. Wie hast du dir das Rennen eingeteilt? Also es sind ja 170 Kilometer, das ist eine ganze Menge. Du hast, wie lange hast du gebraucht? Boah, 30 Stunden und... paar zerquetschte. Über einen Tag? Ja. Wie teilt man sich sowas ein? Langsam starten. Na so, dadurch, dass da halt so viele Leute starten, du läufst die ersten 2 Kilometer, läufst durch den Ort, durch Chamonix und da ist halt die Stimmung, wenn du schon mal gesehen hast, bei der Tour de France, so eine Bergetappe, wo wirklich die Leute stehen und schreien und da lassen sich schon relativ viele Leute verführen, dass sie zu schnell starten. Vor allem die ersten 8 Kilometer geht es relativ flach im Tal, bevor du überhaupt einen Höhenmeter machst. Und die ersten laufen da, glaube ich, die 8 Kilometer in unter 30 Minuten. Und ja, mein Ziel war eigentlich so wie bei jedem Rennen. Ich behaupte mal, das ist eine meiner Stärken. Ich bin generell ein ganz guter Stratege. Und ich weiß halt ungefähr einfach aus Erfahrung, wie schnell ich laufen kann und was zu schnell ist und was zu langsam ist und bin daher erstmal relativ. Mein Ziel war eigentlich bis Courmayeur, das ist ungefähr bei Kilometer 80, 85, erstmal super langsam zu laufen und das habe ich auch erstmal gemacht und habe einfach die ganzen Leute vorbeiziehen lassen und ja, das war eigentlich so generell, das ist eigentlich meine Taktik in jedem Rennen einfach. Ich weiß, was ich machen kann und was zu schnell ist für mich und am Ende, ja, hat sich ja auch bewahrheitet, da man kann noch eine Menge Leute einsammeln am Ende. Also ich habe das ja live am, also auf dem Live-Ticker verfolgt und wenn du irgendwo durchgelaufen bist, da hat man das ja gesehen. Ja. Und dann hat man auch diese Kurve gesehen und gesehen, wie du stetig quasi Plätze gut gemacht hast. Also das war schon sensationell am Anfang oder so nach 40, 50 Kilometern, da warst du glaube ich noch auf Platz 300 irgendwas und dann immer weiter vorgearbeitet. Ja. Also das war schon genial. Ja. Muss man bei so einem Rennen dann schlafen irgendwann oder bist du das durch? Also ich musste jetzt nicht schlafen, aber es gibt auch andere Leute, die, wo ich jetzt auch weiß, dass die geschlafen. Ich glaube das Zeitlimit insgesamt ist 48 Stunden oder so, also ungefähr 2 Tage. Ich musste jetzt nicht schlafen, ich hatte jetzt auch keine Probleme mit Schlafentzug oder Halluzinationen, aber ja, ich glaube, das ist auch einfach individuell. Ich komme ganz gut mit relativ wenig Schlaf aus, von daher musste ich bei 30 Stunden musste ich jetzt noch nicht schlafen. Und was war dann das Schönste? Also waren das dann, ihr seid ja 18 Uhr? 18 Uhr Freitag ist der Start. 18 Uhr Freitag der Start, da ist es noch hell. Mhm. Sprich, du läufst in Sonnenuntergang, dann wieder in Sonnenaufgang und dann nochmal in den Sonnenuntergang. Ja. Was war das Schönste? Ja, das Geilste war eigentlich, dass der Sonnenaufgang dann am Samstagmorgen im Ostertal, eine super schöne Gegend da von Courmayeur, das ist eine, der große Verpflegungspunkt im Ostertal. Da gehst du dann so eine, ja, nicht lange, aber einen steilen Anstieg hoch zum Rifugi Bonati heißt es. Und dann gehst du so einen ganz langen, relativ flowigen Trail entlang das Tal, das heißt Val Ferré, ist super schön. Und was richtig geil war, da war halt der Sonnenaufgang und dann war man oben über den Wolken, das war quasi Inversionswetterlage. Ne? Das war auch mal, weißt du, wo wir hier mal oben waren. Kann ich mal ein Bild verlinken, was das ist? Und das war halt, du kannst vielleicht auch das Video verlinken vom UTMB von diesem Jahr, das war einfach traumhaft. Das ist die ganze Nacht gelaufen, hast die Sterne gesehen, immer
die Stirnlampen von den Leuten, die schon losgegangen sind, um den Mont Blanc zu besteigen. Und vor allem, das war auch mal ein Trail, wo es nicht technisch war, so, da konnte man halt echt super laufen. Und das war eigentlich so das Coolste. Und hat man nicht irgendwann mal so einen Punkt, wo man sagt, ich habe keine Lust mehr, 170 Kilometer, das ist... Warum tue ich mir das eigentlich an? Oh, doch klar. Ich hatte bisher eigentlich in jedem Ultra, auch wenn es jetzt kürzer war. Also kürzer ist für mich jetzt so 50, 60, 70 Kilometer, hatte ich immer irgendwann einen Punkt, wo ich eigentlich ja schon auch irgendwie so Lust hatte, jetzt einfach, nee, jetzt ist kein Bock mehr und bei der nächsten Verpflegung bleibst dann und gibst auf. Aber ich weiß nicht, ich habe auch schon damit gerechnet, dass das kommt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt 30 Stunden laufe und da immer Spaß habe und nie denke jetzt irgendwie, oh, es wäre jetzt geil aufzuhören, weil es ist spätestens nach 100 Kilometern, da finden sich halt auch immer viele Ausreden, ne, warum man jetzt, oh, das tut weh und ich weiß nicht, bin ein bisschen dehydriert oder so. Es finden sich einfach viele Ausreden, um auch irgendwie einfach auszusteigen. Das finde ich aber auch das Spannende, ist einfach auch so ein mentaler Kampf innerlich und ja. Den hast du gewonnen. Ich denke mal. Du bist dann wiedergekommen und relativ kurz danach bist du dann schon wieder nach Schottland aufgebrochen zum Glencoe Sky Race Extreme Series und so weiter. Also Sky Race Extreme Series, also Sky Runner, Sky Race. Sky Runner World Series und davon ist die Extreme Serie. Genau, also wo Tromsø dabei ist, wo Glencoe, Kima. Genau. Also wo es wirklich schon... Naja, also mit Rennen teilweise eher Klettern. Eher Alpinismus. Genau, alpinistischer. Da bist du aber nicht mitgelaufen. Nee. Du warst aber vor Ort. Warum nicht? Naja, also ich war angemeldet und der eigentliche Plan war auch zu laufen. Und ich bin dann 5-6 Tage vorher mit Tobi, einem Freund von mir, sind wir rübergeflogen und haben uns mal die Strecke angeschaut und dann haben wir alle am ersten Tag, als wir da waren, haben wir den ersten technischen Anstieg. Es nennt sich Curved Ridge. Es ist relativ steil, es ist ein Dreier zum Klettern. Und also es war eh der Plan, wir wollten die Route anschauen und dann sind wir da mal hoch. Und dann habe ich schon gemerkt, so einfach, so beim Laufen ist es okay, aber ich habe gemerkt, sobald ich richtig klettern muss und dann ist auf dem Vorfuß einfach stehen, da war das einfach vom Zeh, von dem gebrochenen Zeh her, war das einfach nicht ideal. Ich würde vielleicht sagen, ich habe 90 von 100%. Und für mich war das dann auch, dass ich gemerkt habe, irgendwie, hey, ich fühle mich da nicht sicher in so einem schwierigen Gelände, weil ein Dreier ist halt schon, das ist jetzt kein Kindergeburtstag oder das ist jetzt kein Steig wie hier hoch, wo es mal eine ausgesetzte Stelle gibt und dann hängt da aber halt ein Seil und da gibt es halt absolut nichts, da gibt es keine Seile, keine Sprossen, nichts. Und es ist halt auch oft relativ feuchter und die Routen sind relativ viel begangen, weil das also mit die bekanntesten und schwierigsten Routen sind in Schottland. Von daher ist der Stein auch relativ speckig. Und ja, so in der Gesamtkombination habe ich dann einfach gemerkt, ich fühle mich da nicht sicher in dem Moment, wenn ich da nicht 100% auf meinen Körper vertrauen kann. Und das war dann eigentlich für mich so die Entscheidung, wo ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt da nicht da mitlaufen und mich und andere gefährden. Das war es halt für mich nicht wert. Also ist 2016 das Jahr der Vernunft bei dir? Ja, das glaube ich generell einfach so, weiß ich nicht, das denke ich, das braucht man auch einfach als Alpinist. Ich würde mich nicht als Trailrunner bezeichnen. Ich laufe zwar auch, aber im Grunde würde ich mich eher als Alpinisten bezeichnen. Und ich glaube, die Kunst, um da das langfristig zu machen und auch zu überleben, ist schon auch einfach, irgendwie zu wissen, wie weit kann ich gehen und wie weit kann ich nicht, oder wann ist es besser umzudrehen oder gar nicht erst einzusteigen in dem Fall. Ne? Das Gleiche, wenn du schon lange eine Route klettern willst, sind die Bedingungen sind einfach nicht gut und dann hältst du nicht mehr aus und steigst unbedingt ein und kommst halt dann vielleicht in eine blöde Situation. Ne? Ja. Willst du es dann nächstes Jahr wieder machen und dann schaffen? Rennen meinst du? Ja. Oder weißt du jetzt, ich war schon da? Ja, das werden wir sehen. Also für mich sind diese Rennen immer Bonus. Ich meine, ich war da, ich hab auch so fast die ganze Route gesehen und Freunde von mir sind mitgelaufen und ich habe jede Menge neue, interessante, nette Leute kennengelernt. Und das ist halt dann für mich mehr wert, als dass ich jetzt sage, ich muss da unbedingt hin, um das Rennen zu machen.
weil ja, das Rennen ist für mich eher immer bei solchen Trips eher immer so ein Bonus, ne? Aber ja. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich habe was verpasst. Das war halt einfach so, wie sich es ergeben hat in dem Moment, ne? Und ich versuche halt immer das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt und darauf zu reagieren. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da versagt habe oder so, sondern für mich hat sich das einfach richtig angefühlt in dem Moment. Ne? Wir haben die Route angeschaut und ich habe mich einfach nicht sicher gefühlt. Dann war es für mich die logische Entscheidung, dass ich sage, ich starte jetzt nicht. Die aber auch nicht jeder trifft. Nö, das bestimmt nicht. Das haben wir auch schon mal diskutiert mit DNF-Quoten und wie sich die Leute vorbereiten. Da verweise ich auch auf das Interview mit dem Carsten Reichel. Ich glaube, das war die 3 oder die 4. Werde ich verlinken. Da geht es halt genau um dieses DNF-Quoten und ist das alles noch so? Können die Leute sich einschätzen oder nicht? Ja. Du sprichst eigentlich schon genau das nächste Thema. Super Überleitung. Wir hatten jetzt schon ein paar Tage wieder so ein gemeinsames Thema im Facebook-Messenger, was wir hin und her geschrieben haben, was bei uns relativ häufig aufkommt. Ja. Jetzt hat vor einer Woche die Erika, also die Uligunde, Podcast-Folge 008. Habe ich heute erst angeschaut. Ja, ist auch gestern erst rausgekommen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Ja. Sie hat darüber geschrieben, dass sie jetzt gerade eine Auszeit nimmt von diesen ganzen Facebook-Bloggen, Asthma und so weiter, obwohl das ja eigentlich ihr Daily Business ist. Ja. Und sie hat es damit begründet eigentlich, dass dieser virtuelle oder digitale Schwanzvergleich immer schlimmer wird. Jeder postet, ich bin wieder da gewesen und am nächsten Tag ist er auf dem Gipfel gewesen und ach, diese Kletter 5, das war doch, wozu braucht man dann ein Seil, das kann man doch in Flipflops laufen oder klettern. Und davon hat sie sich so ein bisschen distanzieren wollen, was ich auch gut verstehen kann. Ja, klar. Wir hatten dann so ein bisschen darüber geredet, dass es ja eigentlich im Trailrunning-Bereich genauso ist. Ja. Und wie der Zufall so will, gestern kam dann vom Steve uptothetop.de ein Artikel, wo es genau darum ging. Ja. Unter anderem eine These, deswegen finde ich das jetzt auch so ein bisschen spannend, dass ich das mit dir jetzt so ein bisschen diskutieren darf, hat er geschrieben, die einen rennen den Ultra Trail Mont Blanc, also den UTMB, ja, und werden auf Facebook gefeiert. Ja. Die anderen wandern oder machen das etwas gemütlicher in 2 oder 3 Tagen. Ja. Und das interessiert niemanden. Ja. Also diese Wettkampfkultur, dieses ich muss Wettkämpfe laufen, damit ich irgendwie Beachtung finde, dass ich meine Anerkennung finde. Also dieses wirklich, dieses Schwanzvergleich, ich bin jetzt dieses Wochenende den gelaufen, nächstes Wochenende bin ich dort und dann habe ich mich für das angemeldet und so weiter. Natürlich, auch ich renne sehr viel, weil es mir Spaß macht, aber ich habe für mich jetzt zum Beispiel für 2017 auch entschieden. Ja. Nein, also Madeira laufe ich, da bin ich auch schon angemeldet, aber ansonsten ist erstmal nichts geplant. Ja. Weil ich mir vielleicht mal eine Pause mache und eigene Projekte mache. Ja. Also diese Lust wiederfinden. Ja. Dieser, ich muss da jetzt unbedingt mitmachen, weil der und letztes Jahr war ich da eine Stunde zu langsam und jetzt muss ich unbedingt. Wie hältst du das denn? Also ich muss, ja klar, das ist ein relativ komplexes Thema. Ich hatte das auch mit Steve, Gruß an der Stelle, auch schon öfter mal diskutiert, weil ich glaube, wir haben da auch eine relativ ähnliche Meinung zu der ganzen Thematik. Und ich habe halt auch gemerkt, oft in letzter Zeit hatte ich das Gefühl, wenn ich so auf Facebook gehe und mal ein bisschen so durchscroll, dass ja, das besteht schon zum größten Teil irgendwie aus, oh, ich habe am Wochenende Wettkampf X gemacht in Zeit Y und hier heute war ich da trainieren und da habe ich wieder geballert in der Zeit und dann 10 oder 15 Hashtags unter jedem Post und eigentlich macht aber nie jemand was Spannendes, denke ich mir so, weil wir machen alle irgendwo dasselbe. Ja, das ist, ich meine, die Events, es gibt ja inzwischen auch so viele Events und Rennen und wenn du willst, kannst du ja 5 Ultras machen an jedem Wochenende. Aber es ist ja eigentlich auch immer das Gleiche und ich persönlich, ich lese halt lieber
einen Bericht, wo jemand wirklich schreibt, was er auch erlebt hat. Das kann ja auch von einem Rennen sein. Es gibt auch spannende Berichte von Rennen. Aber jetzt so ein bisschen diese Aufzählung, ja, bei Kilometer 10 habe ich mich schlecht gefühlt, bei Kilometer 30 ging es gut und dann habe ich das Rennen in der Zeit gewonnen. Denke ich mir so, ja, ist gut für dich, aber ich finde es jetzt nicht so spannend. Also mich persönlich inspiriert halt meistens mehr, wenn jemand jetzt eine persönliche Note reinbringt. Zum Beispiel gestern war jetzt hier der Dennis Wischniewski da, der Herausgeber vom Trail Magazin, der hat ja diesen Lauf gemacht von München nach Istanbul. Und da hat er ein bisschen was vorgelesen aus seinem Buch und das hat mich persönlich einfach mehr berührt, auch weil er einfach auch viel darüber erzählt hat, wie das einfach ist in diesen Balkanländern und dass der Krieg da noch so allgegenwärtig ist und einfach von seinen Begegnungen auch da mit den Menschen. Und das finde ich halt persönlich jetzt spannender, ne? Ja. Da könnte man jetzt auch sagen, ja, der ist ja jetzt 50 Kilometer gelaufen jeden Tag. Ne? Wenn du das jetzt so aus dem Leistungsspektrum siehst, gibt es ja auch Leute, die haben ja schon viel krassere Sachen gemacht. Ne? Aber ich weiß nicht, das finde ich halt persönlich spannender als immer diese Lobhudelei. Und wie wir vorhin auch gesagt haben, du hast ja auch gesagt, teilweise das Gefühl, die Leute lesen sich das gar nicht mehr durch. Ja. Die liken das halt dann und schreiben, boah, du bist so ein toller Hund, weil du hier gewonnen hast oder so. Aber ja, deswegen finde ich persönlich halt mich oft mehr so in der Alpinismus-Szene oder ich würde generell sagen, in wo Sachen mehr dokumentiert werden, wo es weniger um den Wettkampf geht, sondern mehr um das Erlebnis und irgendwie auch um das. Das hat der Kilian auch schon oft gesagt, dass er eigentlich inzwischen, ja, er läuft ja keine Rennen mehr für die Ergebnisse, sondern eher um das mit anderen zu teilen, ne? Auch dieses Gefühl und diese Erlebnisse in den Bergen. Und ich glaube, dass, ja, irgendwann ist es ja auch, wenn du irgendwann alles schon fünfmal gemacht hast, dann ist es ja auch langweilig, ne, da für irgendwelche Platzierungen zu laufen. Richtig. Und aus welchen Gründen würdest du jetzt, oder aus welchen Gründen läufst du einen Wettkampf? Mal klar, natürlich ist auch, wenn ich jetzt einen Wettkampf laufe, dann ist natürlich auch Egoismus, ne? Einfach schauen, wie schnell kann ich da laufen auf der Strecke. Aber im Grunde ist es ja erstmal, dass ich jetzt schaue, irgendwie, wie schnell kann ich das schaffen. Oder zum Beispiel, wie schnell kann ich jetzt den Berg hoch und runter oder die Gesamtstrecke. Und meine Platzierung ergibt sich dann, ja. Also für mich ist es eher so, ich laufe eher einen Wettkampf einfach für die persönliche Challenge, so für mich, ne? Und schauen irgendwie. Zum Beispiel jetzt auch beim UTMB, da ich bin ja noch nie 170 Kilometer gelaufen, von daher, ich weiß ja nicht, ob ich das schaffe, ne? Und deswegen, das war auch so meine Challenge, dass ich einfach schauen wollte, schaffe ich das? Also bei mir ist es ja so, Wettkämpfe mache ich vor allem deshalb mit, weil einfach, du bist in einer relativ geschützten Umgebung, du hast Verpflegungsstationen, du weißt, wenn doch was ist, kannst du irgendwo dich auf einen Forstweg stellen und kurz anrufen und schauen, dass jemand dir hilft oder zur Hilfe kommt, ja, was klar. Mit eigenen Projekten die ganze Sache ein bisschen erschwert. Ja. Was aber natürlich die ganze Sache auch wieder ein bisschen aufregender macht. Ja. Ne? Also, es ist halt spannend, aber du brauchst halt mehr Skills, dass du weißt, irgendwie jetzt, wie gesagt, zum Beispiel jetzt, wenn ich in eine scheiß Situation komme, weißt du, was mache ich dann, wenn ich verletzt bin und ich habe jetzt kein Handynetz, ich kann jetzt keinen anrufen. Es ist halt noch mehr, ein bisschen mehr Abenteuer, ne? Und ich denke, es hat aber auch beides seinen Reiz. Aber ich habe halt schon das Gefühl, so in der Trailrunning-Szene, es dreht sich schon, ich sage jetzt mal, 95% dreht sich um Wettkämpfe und Training für die Wettkämpfe und Posten der Ergebnisse der Wettkämpfe. Und es gibt wenige Leute in meinen Augen, die wirklich in dem Bereich spannende Sachen machen. Was wäre für dich spannend? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme mal so ein Wettkampfjahr Auszeit, also ein Jahr Auszeit vom Wettkampf, was würdest du denn gerne machen? Also, wenn jetzt mal, du hast einen Sponsor, du kriegst genug Kohle, dass du ein Jahr gut überleben kannst. Ich weiß auch, du bist sehr sparsam, von daher bei dir ist das wahrscheinlich gar nicht so viel. Ja. Was würde dich denn reizen? Viel, also ich würde gerne mal irgendwie im Himalaya was machen, aber jetzt auch keinen so einen bekannten Track, den
Alle machen irgendwie von Lodge zu Lodge oder auf irgendeinen 8000er latschen, wo die Sherpas die Fixseile reinhängen. Sondern ich würde lieber irgendwo wo hingehen, wo noch keiner war. Zum Beispiel Bhutan, da gibt es noch relativ unbekannte Berge, die noch kein Mensch bestiegen hat, weil es einfach nicht so Mainstream ist. Auf jeden Fall irgendwas, wo es halt auch wenig Infrastruktur gibt oder wo man nach einfach eine längere Zeit in der Wildnis ist. Zum Beispiel auch in Nordamerika, in Kalifornien gibt es zum Beispiel den John Muir Trail. Da hast du halt 220 Meilen Single Trail und querst quasi keine Straße und sowas würde mich auf jeden Fall reizen. Und es gibt ja auch immer genügend Leute, die, es gibt schon auch in der Trailrunning-Szene Leute, die da spannende Projekte machen bei ihnen vor der Haustür. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Mike Foot und Mike Wolf, die wohnen in Montana, die sind auch von dem North Face Team und die haben zum Beispiel von ihrer Haustür weg sind die eine 600 Meilen Route nach Kanada und da queren die, glaube ich, auch keine wirkliche Straße. Das ist natürlich eine andere Dimension, weil solche Wildnis gibt es in Europa, zum Beispiel oder sagen wir jetzt in den Alpen gibt es nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich finde das halt cool, das inspiriert mich auch, weil das zeigt dir irgendwie auch wieder, was möglich ist, ne? Und was es noch zu entdecken gibt. Und ja, das, ich glaube, ich bin einfach mehr so der Entdecker als der mehr so, weiß nicht, die Sicherheit braucht. So. Dann rufen wir doch 2017 quasi das Columbus-Jahr aus. Ja. Dann schauen wir mal, weil meine Idee ist halt auch, sei es jetzt E5, ist zwar auch eher so Mainstream, aber so als Einstieg in das Ganze, glaube ich, relativ gut. Ja. Und genau. So, bevor wir dann komplett erfrieren, ja, gibt es noch die Fragen, die ich an jeden stelle. Das haben wir nämlich das letzte Mal vergessen. Erstens, Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Oh, auf jeden Fall die Berge, da gibt es mehr zu sehen, als am Meer zu erleben. Okay. Zweitens, wie würdest du eine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, also am Berg, also auf einer Berghütte, wenn du 3 Monate quasi komplett allein wärst? Wahrscheinlich viel fotografieren, schreiben, ja, philosophieren. Und dir selber? Ja, das kann ja gedanklich sein. Wahrscheinlich würde ich mir gar nicht so viel erst überlegen, was ich mache, sondern das ergibt sich dann einfach. Drittens, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang, weil dann ist der Tag noch länger. Wenn du auf den Berg gehst, welches Gadget, also welcher Ausrüstungsgegenstand darf niemals fehlen? Was ist immer dabei? Aus Gewohnheit oder... Wo du sagst, also bei mir ist es zum Beispiel die Kamera. Ja, oh nee, die Kamera habe ich meistens nicht dabei. Ich bin auch eher dafür bekannt, minimalistischer zu laufen. Ja, wahrscheinlich die Uhr einfach, um auch einfach einen Überblick zu haben. Ja. Welche hast du da? Die Sunto Ambit 3 Peak. Deine Top 3 Blocks oder Ressourcen für mehr Berge? Vitamin Berge zählt nicht. Okay, eins auf jeden Fall. Renan Öztürk. Sagt dir der was? Sagt mir nichts, aber ist, verlinke ich. Ja, der soll es auf jeden Fall verlinken. Der Typ ist Kletterer, also der ist auch in dem North Face Athletenteam. Und kennst du den Film Meru? Nee. Solltet ihr euch jeden Fall anschauen. Ich kann es mir den Trailer flicken. Ja, der Typ ist eigentlich, der inspiriert mich irgendwie auf allen möglichen Levels, weil er ist ein unheimlich guter Kletterer. Er macht auch wilde Sachen free solo, aber er ist auch einen unglaublich künstlerischen Anspruch daran, das Ganze authentisch zu dokumentieren. Und so diese Kombination, das inspiriert mich persönlich sehr. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. 3 hast du gesagt. Ja, also. Für mehr Berge. Einfach für mehr, wenn ich Sehnsucht danach habe. Ja, bei mir ist, bin ich gerade momentan sehr, sehr inspiriert, muss ich sagen, mehr von Leuten, die Video machen oder Sachen dokumentieren. Von daher sage ich jetzt mal einfach der Sebastian Montas, der auch die Filme macht mit Kilian. Mhm. Und da inspiriert mich auch einfach sehr sein unkonventioneller Ansatz, möglichst leicht am Berg unterwegs zu sein und die Sachen trotzdem authentisch und spannend zu dokumentieren, um auch andere zu inspirieren. Und
Es war einfach so, ich hatte mit ihm jetzt ein bisschen Kontakt über Facebook und er war unheimlich nett und hilfsbereit. Und sowas finde ich einfach auch immer toll. Leute, die irgendwie da andere inspirieren und auch einfach Leuten weiterhelfen, die sich jetzt dafür interessieren. Wunderbar. Stell dir vor, du würdest für eine Zeit lang zum Beispiel in Hamburg, also weit weg von den Bergen, wohnen müssen. Ja. Dein Tipp gegen Bergweh. Was würdest du tun? Plakat aufhängen, Filme gucken, weinen. Wahrscheinlich eher jetzt Filme gucken, so von besagten Leuten. Ja, vielleicht Bücher lesen. Ja, es ist schwierig, das zu ersetzen, muss ich sagen. Von daher versuche ich meistens eher einfach in den Bergen zu leben. Das ist schon noch irgendwie eine Priorität. Oder sagen wir, ich würde alles dafür tun, dass ich möglichst schnell wieder in den Bergen leben kann. Perfekt. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören? Muss der Deutsch sein, oder? Das ist leichter. Also gut wäre Deutsch und ansonsten darfst du mir gerne aber auch jemand anderes nennen. Dann werde ich mal schauen, ob ich es irgendwann mit meinem Englisch hinbekomme. Ja, lass mich das überlegen. Ja, du kannst zum Beispiel mal den Jojo Klein interviewen, weil er wohnt auch hier in Oberstdorf. Ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange, aber er hat auch einen ziemlich coolen Ansatz, so wie er auch am Berg geht und was er macht und was er für Werte hat. Und das überschneidet sich auch bei uns in vielerlei Hinsicht. Und er hat jetzt auch angefangen mit Trailrunning und den Namen solltet ihr auf jeden Fall merken. Da kommt sicher noch was die nächsten Jahre. und er arbeitet auch als Bergführer, also Bergwanderführer und führt zum Beispiel auch den E5 und steht dann zum Beispiel um 2 auf und geht dann irgendwie auf den Berg zum Sonnenaufgang und so. Und ja, sie kann sicher auch was Spannendes erzählen zum Thema Vitaminberge, bin ich mir sicher. Da bin ich gespannt und dann nehme ich nächste Woche am besten das Equipment mit. Kannst du mal mitnehmen, ja. Dann sehen wir uns nämlich alle am Lago di Orta. Genau. Wunderbar, Flo. Wenn jemand mal mit dir laufen möchte, wie kann er dich erreichen oder mehr über dich erfahren möchte? Ja, auf Facebook. Ja, am einfachsten ist, wenn ihr einfach auf meine Seite schaut. Die Summits for the Soul heißt die. .de. Genau. Wird es auch in nächster Zeit ein bisschen, du würdest sagen, einen Relaunch geben, weil ich einfach gemerkt habe, dass dem, was ich angefangen habe, das wird sich bei mir einfach ein bisschen verändern und ja. Das werde ich aber dann auch da. Jetzt mit neuem Spielzeug, ja. GoPro und Gimbal, da wird einiges kommen, hoffe ich. Das ist erst der Anfang, aber irgendwann muss man anfangen, gell? Das ist das Wichtigste. Super, ich danke dir, Florian. Und wir müssen jetzt noch gemeinsam da runter ins Tal absteigen. Ich schaff mal. Wingsuit habe ich leider noch nicht dabei. Macht nichts, ich mache die Jacke auf und dann eine Fledermaus und weg. Hört sich gut an. Also vielen Dank und gerne. Bis irgendwann. Bis nächste Ciao. Woche. Ciao. Wie immer zum Schluss, vielen Dank, dass du bei dieser Episode des Vitaminberge Podcast dabei warst. Und alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de/010. Wenn dir Vitaminberge gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung bei iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.